willkommen zu Far Cry 4, meinem Let's Play auf dem Kanal The Northern Way of Life. Und es ist in der letzten Folge halt so gewesen, dass wir von dieser Noah erfahren haben, dass irgendein Typ, dessen Namen ich vergessen habe, weil ich den sowieso bald umbringen werde, die Familie von ihr hat und wir sie halt retten müssen. Schleich dich in den Truck. Ist ja auch witzig. Der hat auch bestimmt überhaupt nicht gemerkt, dass ich hier... ich hätte mich auch hier so reinschleichen können, ne? Das wäre bestimmt total cool geworden, wenn ich den so reingeschlichen wäre und keine Sau hätte mich gesehen. Oh. Moin. Na egal. Ja, schleich dich in den Truck. Würde ich ja gerne. Ich glaube, ich kann mir die riesig runter. Sehr witzig. Tja, es war jetzt ein bisschen merkwürdig, aber... Sabal, jetzt hole ich mir Paul. Fang ihn lebend, wenn du kannst, Bruder. Er soll für alles bezahlen, was er Tyrat antat. Paul. Paul war der Name, dessen, den ich halt vergessen habe. Ja. Paul. Was macht er jetzt? Lädt er oder? Na, wenn da mal was nicht schief gegangen ist. Also kein Ladebalken, nix. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Ist das hier? Keine Ahnung. Los. Ich glaube, das ist nicht so richtig. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Das machen wir nochmal. AJ, hast du meine Familie schon? Ich alles noch nicht machen. Nur, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Ja, passt oh. Alles. Okay. Da ist der Hund. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ, er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Zack. Jetzt machen wir mal tatsächlich diese Tour nochmal, aber sie bringen nicht alle um. Wahrscheinlich hat das ein bisschen gehakt, weil der Lastfahrer wollte ja losfahren, ist dann irgendwie durch irgendetwas zurückgehalten worden. Also irgendwas stimmt da mit dem... Gut, nicht. Einsteigen und hinsetzen. Ich glaube, der hat in die Hose gemacht. Ja, ja, jetzt mal nicht rum. Ist das nicht Heroin? Ah, das sieht schon ganz anders aus.
Und wir haben doch ein paar Leute umgebracht. Das tut mir leid. Sabal, jetzt hole ich mir Paul. Fang ihn lebend, wenn du kannst, Bruder. Er soll für alles bezahlen, was er Tyrat antat. Es verschwinden eine Menge Leute aus den Dörfern in der Gegend. Also wenn du irgendjemand lebend findest, hilf ihnen zu fliehen. Aber tu es leise. Leise. Wir tun das ganz leise. Das sieht aus wie eine Geisel. Ich musste einmal kurz ruhig sein, um mich zu konzentrieren. Ist aber insgesamt ganz gut gelaufen, fand ich. Wo verstecken wir mal die Leichen? Hier in der Ecke. Ah ja, nee, hier kann man drin. Sollte doch eigentlich hinter der Mauer, solltest du auch lang, oder? Ach ja, kann ich anders. So weit weg und so weiter weg und so besser, ne? Eine müssen wir noch, dahinter war noch Munition, das holen wir uns mal. Wahrscheinlich genau die richtige und falsche Entscheidung, weil die nachher durch das Tor fahren und dann die Leiche entdecken und eingetogen. So, jetzt befreien wir die Geisel. Der Typ, der geht mir sagt jetzt, das gefällt mir gar nicht. So. Na, was denn? Scheiße! Er ist tot! Na, vielleicht hätte ich ihn doch nicht erschießen sollen. Ja, du befrei doch mal! Oh, nee, ey. Er lässt auch nicht entkommen! Finde das Arschloch! Weg, Deckung! Ich kletter runter! Ja, das, das war wohl, ja, ich hätte den Typen da oben nicht erschießen sollen. Mist! Und jetzt habe ich noch die ganzen Typen da rumge... Naja, wir machen das Ganze einfach nochmal. Wieso sind das nur zwei? Wo ist der dritte?
verdammt. Aufgeschissen, ich schlaf tagsüber. Der Trick ist, einfach so drauf zu warten, dass beide Köpfe übereinander sind. Also, ne, dass er da so vorbeigeht. Hey, hey. Ah Mann, das hat beim letzten Mal auch offen zu. Aber warum schreit auch die Frau so rum? Das geht mir, das verstehe ich nicht. Warum schreit die denn auch so rum? Nein, jetzt habe ich die falsche Waffe. Wieso zum Teufel? Alter, was war das denn wieder? Alter, was war das denn jetzt? Hä? Das beim ersten Mal hat das doch super funktioniert. Wieso funktioniert das jetzt nicht mehr? Jetzt habe ich schon wieder die falsche Waffe. Das darf doch nicht wahr sein, jetzt reicht's aber, ey. Alter, das gibt's doch gar nicht. Das reicht jetzt, Leute. Nicht aufregen, nicht aufregen. Alles wird gut. Ich verstehe nur nicht, warum das beim ersten Mal so geil funktioniert, Alter. Und dann irgendwie nicht mehr. Wieder die falsche Waffe. Ah, mal schwer. Na, geh da rüber, komm. Ich glaube, das war der einzige Unterschied, ne? Auf die Lampe da oben habe ich schon mal geschossen. Auf die Lampe da oben habe ich schon mal geschossen, das bringt leider nichts. Das finde ich auch ein bisschen schade immer. Aber es ist auch eigentlich kein hundertprozentiges Schleichspiel. Und selbst bei hundertprozentigen Schleichspielen wie bei Splinter Cell ist es ja auch oftmals so, dass einige Lampen nicht auszuschalten sind aufgrund der Spielmechanik. Ja, weil sonst einfach, wenn man alle Lampen wegschneiden würde, wäre das wohl zu leicht in der Lösung. Haben sie leider keine andere Lösung gefunden? Weil das ist natürlich ein bisschen schade, wenn du halt irgendwelche Lampen dann ausschalten kannst und andere dann halt nicht. Ich hoffe, ich kann diesmal jetzt die Geiseln befreien. Hm. Wieso nicht? Ach, das hat die Waffe gewechselt. Yeah.
mal, wo wir hier hinkommen. Messer ein. Weißt du sowieso nicht, warum der hier oben stand. Sieht mir ja nix. Ach, du sollst ihn noch mitnehmen, Mensch. Vor allem der Turm ist hell erleuchtet. Alles drumherum ist dunkel. Das ist natürlich auch extrem bedeutungslos. Ja, ich gebe mal ein bisschen in Deckung, denn diese Folge ist auch schon wieder vorbei. Und bevor ich jetzt hier beim Quatschen halt auffliege, ja, gehe ich mal ein bisschen hier an die Mauer. Downt mich, wenn ihr ein Zeichen setzen wollt, oder kommentiert, wenn du was zu sagen hast, oder ja, abonniert diesen wunderschönen Kanal, The Nerd Away of Life. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Digi.